und ich freue mich riesig, dass ihr eingeschaltet habt zu unserer zweiten Hula-Stunde hier im Rückgrat. Wir sind alle ein bisschen aufgeregt. Die erste Stunde war so super cool und hat uns allen so viel Spaß gemacht und euch anscheinend auch. Deshalb machen wir einfach noch eine. Wir sind immer noch keine Profis, wir haben aber allerletztes gegeben und ein bisschen weiter geübt zu Hause. Es kann aber sein, dass zwischendurch bei uns das wird, nehmt uns nicht übel. Ja, wir geben unser Bestes, wir trainieren heute neben dem Hula-Hoop-Training auch noch ein paar andere Sachen integrieren in Hula-Hoop als Trainingsgerät. Und genau, wir geben für die nächste halbe Stunde einfach mal richtig Gas. Ich freue mich. Wir legen los mit dem Warm-up im Stehen. Und es ist einfach erstmal marschieren. Wenn wir den ganzen langen Tag am Schreibtisch starten, jetzt einmal durchbewegen. Das war der Gang Hula. Müssen wir uns auch mal ein bisschen aufwärmen, dass alle Gelenke mit warm werden. Dass wir gleich mehr effektive Training machen können. Sehr gut.
so, damit Sie den Arm nicht langweilig wird, machen wir sie mal lang und halten erstmal. Guck, dass ihr in einem entspannten Hula-Tempo drin bleibt. Jawohl, Schultern schön tief, Arme unter Spannung. Und wenn ihr euch jetzt sicher fühlt, kleine Kreise. Wenn das jetzt irgendwie nicht hinhaut, dann pausiert die Arme kurz, konzentriert euch nochmal auf Hula und macht dann weiter. Denkt uns, es muss nicht schön aussehen, es muss nur trainieren. Und wenn ihr die Übungen irgendwann richtig drin habt, wenn ihr das Video ein paar Mal gemacht habt, könnt ihr das super gut, während ihr Serien schaut, Fernsehen schaut, zu Hause vom Fernseher machen. So, wir kreisen noch weiter, so ihr die Schultern auch noch mit trainieren. Weiter atmen, weiter lächeln und denkt immer dran, Bauchspannung muss erhalten bleiben, wenn der Bauch nachlässt. Wird schwierig, dann fällt der Reifen schneller runter. Kann die Schulter noch hier, oder? Ja, dann machen wir noch ein bisschen. Andere Richtung. Koordinativ, höchst anspruchsvoll, aber es klappt doch ganz gut bei uns. Dann macht sie gleich noch ein Stück schwieriger. Ah, wir schaffen das. Gut, aber los. Achtung, lange Arme nach oben. Paddel. Wenn die Paddel nicht funktioniert, könnt ihr auch einfach nur halten. Das ist eure Option. Letzten 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Sehr gut. Einmal kurz Pause für die Schultern. Oder dürft ihr euch bereit machen? Meine Uhr macht sich auch bereit. Für eine Runde Intervalle. Eine halbe Minute Vollgas-Hula. 15 Sekunden entspanntes Hula. Insgesamt 3 Runden. Okay, wenn wir Vollgas-Hula, legt ihr einen Schritt nach vorne. Dann wird es leichter. Vollgas-Hula. Denkt man, dass ihr die richtige Füße habt, ihr werdet merken, ob der richtige ist. Und wir starten in 3, 2, 1, das Vollgas. Jetzt. Halbe Minute. Vollgas. Vergesst nicht zu atmen, so lauter Vollgas. Ich versuche auch, euch nicht zu laut ins Mikro zu schnaufen. Ich gebe Mühe. Das lässt sich nicht ganz ausschalten. Ansonsten weiter so. Wir sind langsam warm, oder? Sehr gut. Wir frieren auf jeden Fall nicht mehr. 3, 2, zweites Intervall. Und jetzt guckt mal, dass ihr noch ein bisschen schneller macht. Den Bauch ganz fest macht. Und die Bewegung, den Impuls im richtigen Moment. Wenn er greift, das ist halt gar kein Thema, einfach hier aufhören und wieder Vollgas zu. Gleich geschafft. 5, 4, 3, 2, 1. Sehr gut. Easy. Tempo rausnehmen. Durchatmen. Ein Körper machen wir noch. Starte gleich. 3, let's go, auf geht's! Denkt dran, vor lauter Bauchspannung weiter atmen trotzdem. Gleich geschafft. 10 Sekunden noch, auf geht's! Die Zeit ist um. Easy. So, wenn ihr jetzt noch nicht so lange rudert, werdet ihr eventuell irgendwann hier rote Stellen bekommen oder auch blaue Flecken. Aber das ist nicht schlimm. Die gehen nach ein paar Tagen wieder weg. Kann ich auch alles. Versucht einfach immer ein paar Minuten anzuhalten bei jeder Einheit. Dann gewöhnt sich der Rund.